This is Anfield, liebe Zuschauer. Willkommen in Liverpool. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Liverpool gegen FC Porto. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Nummer 11. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschmann. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Alex Oxlade-Chamberlain steht neben Jorginho Wijnaldum im Zentrum. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Liverpool mit dem Anstoß. Durchgang 1. Los geht's. Van Dijk ist zur Stelle. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Stark gemacht. Das könnte was werden. So heiß. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Den Ball kann er klären. Nun Pepe am Ball. Jesus Corona. Suarez, Mariga, Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Da holt er den Ball zurück. Suarez. Ball fliegt hoch ein. Klasse Pass. Er versucht. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus, aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Das ist genau diese Situation, die er vermeiden wollte. Jetzt wird es richtig schwierig nach dem Rückstand und er muss reagieren. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Liverpool mit dem Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Hereingabe in die Mitte. Flanke landet beim Gegner. Van Dijk ist zur Stelle bei dieser Flanke. Roberto Firmino. Da ist der Ball weg. Sie kommen jetzt über außen. Macht er gut. Jetzt vielleicht die Flanke. Da kommt die Flanke. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt.
Ecke kommt ins Zentrum. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Ballverlust, Fabinho. Gefährlich. Jetzt der Vorstoß. Flanke jetzt. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Mohamed Salah. Firmino. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung geschehen. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Jorginho Wijnaldum. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Und dann ist er leicht abzuwehren. Suarez. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Alles um Held. Bald ist noch im Spiel. Roberto Firmino. Sieht gefährlich aus. Ball ist bei Roberto Firmino. Wichtiges Tackling hier. Wichtig, dass er da klärt. Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah, Roberto Firmino. Jetzt vielleicht. Liverpool macht das Tor. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Weg ist der Ball. Marega. Ob das die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Wijnaldum. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Firmino. Flanke jetzt. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff.
Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Da war richtig was dahinter. Klasse Treffer, da kann der Keeper nicht rankommen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Nummer 11, Mohamed Salah. Jetzt der Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Roberto Firmino. Wijnaldum. Was für Tor! Liverpool baut seine Führung aus. Man ist jetzt hier mit 2 Toren vorne. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Heißt es also jetzt. Goal for Liverpool. Number 5, Jorginho Wijnaldum. Marega. Suarez. Jetzt ist es gefährlich. Ball kommt in die Mitte. Schade, da war sicher mehr drin. Mohamed Salah. Wijnaldum. Nun Firmino. Da kommt Firmino. Sadio Mane. Da erobert er den Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Die Nachspielzeit läuft, 4 Minuten sind angezeigt. Das könnte die Chance werden. Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Marega, super Pass, gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Das Fußballspielen haben sie im Moment ja so ein klein wenig eingestellt, aber wer will ihnen einen Vorwurf machen? Führung ist da, der Sieg ist ja fast eingefahren, läuft, ne? Ja, aber gefällt den mitgereisten Fans nicht? Die sind Sicht und mit viel Übersicht. Suarez, die Riesenchance. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschuss leicht. Klasse gemacht. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so gut aus. Klar, sie liegen noch vorn, aber wer weiß, das könnte jetzt nochmal ein völlig anderes Spiel werden. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Ich finde, da war einiges drin in den ersten 45 Minuten. 3:2 der Spielstand. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat sein Tor ja schon gemacht, aber das aktuelle Resultat kann ihm nicht passen. Sie liegen hinten und mal gucken, ob er noch auftritt.
Ball fliegt hoch rein. Klasse Pass. Er versucht's. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja. Es kann losgehen. Steigen wir ein in Durchgang 2 hier in Anfield. Viel Platz jetzt auf außen. Ball kommt rein. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Suarez. Mané. Roberto Firmino. Ronaldo. Mané. Ronaldo. Ja, schwacher Ball hier. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Ballverlust Liverpool. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Liverpool tut sich in diesem Spiel schwer, was die Ballbesitzquote angeht. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Pepe, Gefahr erstmal vorbei. Das könnte vielleicht was werden. Marega. Ballverlust. Wir sehen das frühe Pressing. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Liverpool hat Platz. Fabinho. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jorginho, Wijnaldum. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Marega. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Er zieht ab. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Marega. Schönes Zuspiel hier. Klasse! Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Fabinho. Mané. Weg ist der Ball. Die Gäste werden wechseln. Jetzt der Vorstoß. Da können sie jetzt flanken. Ja, geht gut dazwischen. Ja, sie können erstmal klären. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Diaz. Da wäre jetzt Platz. Liverpool mit dem Ballverlust. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Was für eine Chance. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt.
Jetzt ist die Kugel weg. Pass kommt nicht an, Balleroberung im Mittelfeld. Tejes. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen, werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende, Buschi, deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? Noch hat Liverpool die Nase vorn, aber das ist so eng, das ist so ausgeglichen, jeder kann noch an. Mané! Da hätte für eine 2-Tore-Führung sorgen können, aber der bringt den Ball im Tor nicht unter. Das wird ihn ärgern, damit hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit, die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Daniel Pereira. Stark gemacht, das könnte was werden. Ist es das? Sensationeller Rettungstar. Ja, der muss eigentlich drin sein. Das wäre der Ausgleich gewesen, aber der Keeper zeigt sein ganzes Können. Ecke kommt in die Mitte. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Firmino möchte den Ball selber nach vorne bringen. Nicht ungefährlich. Kein guter Abschlag. Jetzt müssen sie aufpassen. Das war knapp. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Marega. Da ist die Chance für die Flanke. Kurze Flanke jetzt. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Reguläre Spielzeit ist um. Aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Jetzt Pepe, Diaz, Otavio, Daniel Pereira. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Ballverlust. Macht er gut, das macht er gut. Otavio, er ist frei und gehalten vom Torhüter. Ein guter Schuss, aber noch besser pariert. Ecke kommt ins Zentrum. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da haben wir den Schlusspfiff. Das war's. Mit einem knappen Sieg gehen sie aus dieser Partie. Hauptsache gewonnen, werden sie sich denken. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Er hat heute sein Tor ge... Firmino. Flanke jetzt.